Wo sind die Schlangentypen? Da. Alter. Die hauen aber auch rein hier, ne? Ich will hier weg. Ist hier nochmal irgendwo leben? Gibt's mir Sprit? Dann sind nur diese Schlangentypen da. Wollte ich eigentlich gerne mal hier irgendwo gucken, ob ich da nicht einen Takedown kann. Hä? Da. So. Zack, kann man wieder leben. Da auch wieder. Takedown. Komm doch her, du Scheißi. Und da. Wo ist der andere? Da. Kann ich immer noch nicht. Ups, keine Munition mehr. Habe ich ihn jetzt erwischt? Nein, immer noch nicht. Ich hasse die Viecher. Jetzt aber, komm. Jetzt, da kriege ich auch wieder Munition. Hey, wo ist meine Munition? Meine Munition ist weg. Hättest du doch... Ja, verdammter Mist. Oder? Ja, klasse. Hast du den letzten Mistkerl gekillt? Dann klauen sie dir die Munition. Oh, die überlebt das Vieh so lange. So. Da war noch Munition. Komme ich jetzt hier rein? Mach auf. Wieder so viele Punkte, wo ich einfach nicht dran komme. Und irgendwo. Weil es hier gerade auch noch so eine Wand hier, wo du hochklettern kannst. Also links von mir. Da. Okay, komme ich nur von hier aus nicht dran. Also bleibt mir wahrscheinlich nur der Weg hier lang. Komme ich denn da rein? Okay, da gibt es noch einen anderen Weg. Automap. Wirf regelmäßig einen Blick auf die Automap. Dann lesen wir hier nochmal. Teil 2 der Höllenwucherungen. Vega-Dateneintrag. Die Wucherungen zeigen bestimmte festgelegte Eigenschaften bei der Aufzehrung unseres Ökosystems. Erzeugen sie Umweltbedingungen, die ihrer eigenen Genese förderlich sind. Im Endeffekt wird eine organische Methode des Terraforming angewandt. Die entstandene Umwelt ist feindlich für irdisches Leben, produziert atmosphärische Toxine und eine ganze Reihe von Umweltgefahren. Das ist doch eigentlich mal... Das ist doch mal eine Idee, ne? Obwohl man weiß, dass die Wucherungen das Eintreffen dämonischen Lebens auf der Erde beschleunigen, ist ihr Ursprung unklar. Auch ob es vielleicht eine Art Katalysator gab, der die für ihr bestehende nötige Bedingung schuf. Man glaubt, dass bei Identifizierung der Quelle der Wucherungen vielleicht eine Vernichtung des Gesamtgebildes möglich wäre.
Aber das Ding müssen wir kaputt machen. Ups. Tja. Müssen irgendwie da hoch, ne? Ah, hier. Kann man hochklettern. Da. Naja, das ersehe ich jetzt einfach hier. Irgendwo ist da draußen auf jeden Fall noch Dick Party. So, das sieht mit der Munition nicht mehr ganz so schlecht aus. Da haben wir noch so einen Roboter. Was wollen wir denn jetzt haben? Ist hier Erfassungssalve? Halte. Zwei gedrückt. Achso, das habe ich ja. Fernzündung. So war das. Werden das funktionieren lassen. Ha, glaube ich eher weniger. Halte zwei gedrückt, um ein Energieprojektil aufzuladen und das Dämon. Achso, das war die Geschichte. Ja, toll, hätte ich eigentlich das eine eben sparen können mit dem Wäscherkristall. Es gibt nichts, was ich davon haben will. Haben wir was mit der Fernzündung? So. Ja, falsch hier gedrückt. Zielfassung. Das will ich haben. Das ist ausgerüstet. Ja, ist ausgerüstet. Okay. Passt. Anzug haben wir eins. Ja, das kommen wir jetzt nicht weit mit. Ja, hier ein bisschen. Boom. Da. Tag. Einfach platsch gemacht. Ich will hier rein. Ach, guck mal da, da gibt es einen Schlüssel und also ein Krempel. Jede Menge Zeug, wo ich einfach die ganze Zeit nicht drankomme, weil mir die Nase lang gemacht wird. Kommst du dann irgendwo von da oben irgendwie? Ich frage, wie man da hochkommt. Irgendwann müssen wir hier wieder ein klein wenig fighten. Ja. Den haben wir zumindest schon mal recht erfolgreich, würde ich sagen. Erledigt. Und geht der nicht kaputt? Geht kaputt? So viel, wie ich auf den Rumballer musste, ey. Boah, was ist das denn? Zack. Eklige Geschichte. Aus. Ach, noch so einer hier. Boom. Und hier. Nee. War ja nicht mehr mit dem Raketenwerfer auf so eine Entfernung so ein Clean hier kaputt.
Ja, gibt es hier noch Gegner? Sind ja eher ruhig, ne? Hä, warum springe ich denn jetzt hoch? Will ich ja gar nicht. Ich würde mal da reingucken. So, ne, sollte man lieber nicht. Deswegen springe ich wegen den Dingern hier unten. Was bist du denn? War's das? Wirkt so. Bumm. Bumm. Ganz schön viel Zeug für so wenig Kampf. Naja, immerhin voll aufmunitioniert. Aber ein bisschen Leben fehlt jetzt wieder. Da ist das Leben. Da oben muss ich hin. Okay. Ich verstehe. Aber mal gucken, was hier ist. Das ist nämlich auch noch ein Leben. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Komme ich aber immer noch nicht dran. Oder? Guck mal, da durchbrechen. So, durchbrechen. Hier so. Ja, Mann. Das Leben haben wir schon mal. Gestärkter Dämon. Die Mykana wird von Zeit zu Zeit einen Dämon stärken, der einen anderen Spieler in der Kampagne getötet hat. Einen anderen Spieler in der Kampagne? Was? Gestärkte Dämonen sind zäh und lassen zusätzliche Ressourcen fallen, wenn sie getötet werden. Bäm. War jetzt irgendwie flüssig, ne? War sowas von. Gut, jetzt sind wir jetzt wieder hier. Haben zumindest das Extra-Leben. Kommen aber immer noch nicht hier. Doch, ach, guck mal, jetzt kommen wir sogar hier rein. Jo. Kommen wir denn auch bei dem anderen Ding jetzt rein? Tatsächlich. Zwar ist Geheimnis gefunden, aber es ist nicht sonderlich spannend. Ist aber für die To-Do ganz gut. So, kommen wir jetzt dann noch da unten rein. Oh, direkt mal gucken. Nein, hier kommen wir immer nicht rein. Ich glaube, da müssen wir irgendwas freischalten. Also wieder so killen hier. Na, komm auf da. Und... okay, ich muss es erst einmal loslassen, bevor ich darüber chargen kann. Okay. Dann gucken wir mal... gibt es da auch irgendwas von wegen hochkommen? Oder nur da, wo der Weg... ja, okay. Nur in eine Richtung. Geschafft. Was eine eklige... da scheint man noch irgendwie was zu sein. Wieder ein Geheimnis gefunden. Wann mehr Raketen. Und eine Puppe. Ja. Ja, da freut sich die Statistik. Höllentotem. Höllentotems erhöhen Tempo und Schaden der Dämonen. Diese Dämonen spawnen unentwegt, bis das Höllentotem zerstört ist. Zerstöre das Totem per Nahkampfangriff, um den Buff aufzuheben. Okay.
Klingt ja jetzt erstmal nicht so prickelnd. Ja, ich glaube, da kommen wir schon noch hin, ne? Dann ist ja hier auch nochmal Let's Fets und ja, passt schon. So, wo ist der Chest Totem? Wo ist der Chest Totem? Wo ist dieses verkackte Totem? Hier ist kein Totem. Na, kommst du her, du. Rasen da. Stomper da. Boah, das war auch fies. Was hat das denn jetzt? Ich treffe nix. Da, jetzt aber. Was bedeutet die? Hä? Sterblich gehandicapt, okay. Hatten wir glaube ich schon mal, ne? Bams. Der ging mir gerade. Alter, noch ein, noch so einer. Kommen die alle her, ey. Hä? Hier haben wir noch... Verdammte Tentakel. Ich will mal eben hier die Dinge holen. Vielen Dank. Alter! Einfach mal mit Raketenwerfer jetzt rumgeballert. Ich hab gar keine Munition mehr für nix. Das ist schlecht. Aber ja. Ich hab nicht mal Munition für. Da ist Sprit. Ich brauch Sprit. Aber ja. Verdammt! Ja, das ist zumindest mal Rüstung. So, jetzt aber. Nein! Kann doch nicht sein, ich kriege ja null Munition. So, zumindest ist schon mal das Ding weg. Kann ich jetzt so einen da zersägen? Hol mal bitte her. So, jetzt habe ich noch eine Kettensäge. So, außer meinem Powerschlag habe ich jetzt gar nichts mehr. Ja, ich bin echt auf null runter. Muss ja irgendwo mal ein bisschen Munition sein. Und was ist das? Also toll, so eine Herausforderung, wo ich keine Munition für habe. Geile Sache. Ansonsten bin ich überall gewesen. Ne, da fehlt noch eine Rune. Ist die... Ne, hier rein. Komme ich denn da dran?